Hallo und herzlich willkommen zum Finale. You created a time paradox. Oh, oh, oh. Finale. Finale. Oh, 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 oh. Yeah. Bada, bada, bam. Ja, ihr Lieben, yeah. Ihr hört schon, wir nähern uns dem Ende. Woo. Da, 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 da. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu oft sterbe. Geh, geh, geh. So, weil in diese Tür müssen wir noch... Aber mit der müssen wir reden, das weiß ich. Das ist doch die Tür neben der gemalten Tür, wo wir reingekommen sind, oder? Ja, genau. Nachdem die Tür der Bestwand keinen sichtbaren Knopf oder Klinke hat, entscheidet sich Alexander, sie mit seiner Stimme zu öffnen. Genau. Er konstruiert die Wörter vorsichtig und sorgfältig. Und wir schreiben natürlich A... Z E B Hör zu, Tür! Ich möchte, dass du dich jetzt öffnest und sage deswegen Ali Zebu. Juhu! Sesam, öffne dich! Es hat funktioniert! Wow, es hat funktioniert! So, und jetzt... Alexander nimmt die Drapierung beiseite, neugierig zu sehen, was darunter ist. Oh mein Gott, eine Statue, ein Flugzeug, nein, ein Auto, eine tote Leiche. Nein, alle Schätze der Inseln. Oh, da ist so ein Kürbiskopf-Ding. Ja. Diese Hosen enthalten wahrscheinlich diese Schätze des Königreiches. Einst so gut bewacht und so weise benutzt durch König Kalifim, jetzt in den Händen des Schwarzmantels Al-Hazred. Ja, guckt hier, der Miniaturbaum. Ist ein Mini-Eichenbaum. Er sieht echt alt aus. Ein Bonsai. Ja. Das müssen alles Heilige? Ja. Heilige Miniatur. Das muss ein heiliger Miniaturbaum sein. Vom Druiden von den Geflügelten gestohlen. Wo die Druiden dachten, die Geflügelten hätten ihn gestohlen. Ja. Genau. Und der Kürbis hier. Auf dem Tisch liegt ein seltsam aussehender Stein, der einen seltsamen, hochklingenden Ton von sich gibt. Und ich finde, der sieht aus wie die verrottete Tomate, nur in weiß. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ja. Das muss von der Insel der Wunder der singende Stein sein. Sagte die Königin nicht, dass das Biest sie gestohlen hat? Genau. Oder ihn. Oder es. Oder so. Auf dem Tisch liegt ein Waffenmantel mit dem Kopf einer Bestie als Siegel. Ein Wappen, aber egal. Scheißegal. Das Biest sagte, dass sein... Waffenmantel gestohlen wurde von den Druiden, oder, ja. Das muss sein. Das haben wir schon, und das hier? Auf dem Tisch. Ja, Sekunde, ich suche nämlich noch die vierte, ich finde sie aber nicht. Ah, doch. Sind in die Drapierung geprägt, eingearbeitet. Das muss für Abdul Al-Hazred stehen. Ich wusste immer, genau, dass der Typ scheiße ist. Ich finde die vierte nicht, aber das macht auch nichts. Ich tue jetzt die Drapierung nämlich wieder da drüber, damit es ja nicht auffällt. Obwohl hoffentlich überprüft die keiner auf Fingerabdrücke. Ja, und jetzt. Und oh Gott, jetzt geht's los. Alexander hört das Geräusch von Musik aus dem Osten kommend. Aus dem Osten kommend. Es klingt irgendwie klassisch, aber... Oh nein. Ja. Und es ist meine Hochzeitsmusik. Da, 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 genau, du sagst es. Alexander hört die Tür vom Norden, aus der Nordhalle sich öffnen. Dann den Klang von Wachhunden. Ja, und wir gehen ganz schnell. Bevor die uns nämlich erwischen, sollten wir lieber hierhin... gehst du? Dankeschön. Wir sind hier zusammengekommen, um die Hochzeit zwischen Prinzessin Vespa und Prinzessin Valium. Nein, ich bin von den Wachhunden. Ja, und noch mehr Fußstapfen und überhaupt. Und wir sollten machen, dass wir da hochkommen. Alexander hört die Wachen die Westhalle betreten.
ja. So, und rein da. Ich verstecke mich, ich verstecke mich. Oh, wie schön, guckt mal. Oh, wow. Alexander guckt sich vorsichtig in der großen Halle um, aber es sind keine Wachhunde zu sehen. Ist ein bisschen knallig. Ja, nur ein bisschen. Die Hochzeitsmusik kommt von hinter den zwei großen Türen. Ja. Ich will noch mal speichern, bitte. Oh nein. Ah, er guckt erstmal da durch und. Ah, Saladin kommt. Prinz Alexander? Hier? Der Visier wird meinen Kopf fordern. Wird meinen Kopf fordern, dass ich dir erlaubt habe, auf eine Meile der Hochzeit zu nähern. Mir doch egal. Ha! Hat er nachgemessen? Da ihr von edler Geburt seid, werde ich euch 5 Sekunden geben, um eure Präsenz hier zu erklären, bevor ich euch töte. Welche Frau kann in 5 Sekunden sich erklären? Alexander ist keine Frau. Ich warne euch, es ist besser gut. Er ist Mann, das macht es ja noch schwieriger. Was hätten wir ihm denn anzubieten? Schuld daran sind die Haare. Nein, das ist Kasimas Nachricht. Oh Gott, wo ist denn dieser scheiß Zettel? Oh nein. Die Zeit ist um. Da links. Da hast du. Warte. Ah. Wenn du die Prinzessin liebst, dann wirst du mich anhören. Der Visier ist nicht, was er zu sein scheint. Kasima ist in furchtbarer Gefahr. Ich habe einen Beweis, dass es so ist. Für deine Prinzessin... musst du mir glauben. Gib her. Die Kühe sind nicht das, was sie zu... Lass mich das sehen. Oh oh. Saladin liest den Brief. Sein Schwert zeigt immer noch auf Alexanders Kehle. Alexander beobachtet das noble Gesicht des Wachhundes vor Wut dunkel werden. Das ist Verrat. Ich werde seine Kehle essen. Was? Ich werde ihm die Kehle aufschlitzen und in den Hals scheißen. Geh, du Ferkel. Ja, sorry. Aber wie weiß ich, dass dieser Brief keine Fälschung ist? Das kannst du auch genauso gut selber geschrieben haben. Nein, ich bin Analphabet. Aber ich habe es nicht getan. Denn ich heiße Alexander. Hast du keine Zweifel an... Hast du nicht selber Zweifel über Alhazred? Siehst du nicht, dass alles, was er will, die Krone ist? Kasima ist gezwungen worden. Wir müssen... Ich weiß nicht, was das heißt, aber sie wurde gezwungen. Ja. Wir müssen die Hochzeit stoppen. Das ist wahr. Ich hatte meinen Verdacht über den Visier, besonders als König Kalifim und Königin Malaria starben. Siehste? Aber ich habe Kasima öfters mit ihm gesehen. Sie schienen recht glücklich zu sein. Sogar enthusiastisch. Wow. Ich konnte es nicht glauben, dass sie ihn lieben könnte. Ugh. Der hat ihr so ein Bonbon gegeben. Ja, mit Sicherheit so ein Pfefferminzbonbon oder sie verzaubert. Wicked! Ich kann das nicht glauben. Nicht für einen einzigen Moment, dass sie diese Schlange lieben soll. Vielleicht seine Schlange. Sorry. Die mit dem einen Auge? Ja, die. Ein blinder Liebhaber würde es nicht glauben. Aber kommt, seht selbst. Ich will speichern. Nein. Ich kann speichern. Ah, Gott sei Dank. So, wartet mal. Eine Sekunde. Das muss jetzt öfters mal sein. Ende. So. Das finale Lichtschwert-Duell. Ja. Nein. Oh mein Gott. Shinespark, magst du mal lesen? Ich sehe gerade nur einen dunklen Bildschirm. Oh. Dann irgendwer, wer es lesen kann. Ich oder so? Ah, jetzt. Ah, okay. Jetzt kann ich es. Der Captain der Wachen führt Alexander in den Thronsaal, wo eine Zeremonie im fortschrittgeschrittenen Gange zu sein scheint. Alexander fühlt, dass sein Blut eiskalt wird. Bei diesem Anblick. Oh nein. Ja.
Ich, Kasima, erkläre Abdul al-Hazret als meinen tollen und geliebten Ehemann und König von diesem Reich. Aber Kasima, was sagst du denn? Glaubst du immer, behauptest du immer noch, dass die Prinzessin gezwungen werden könnte? Vielleicht bist du es, der die Gefahr ist. Das ist so gar nicht wie der, Kasima. So wie der Vizier gesagt hat. Nein, das ist doch alles Unsinn. Das macht keinen Sinn. So, jetzt halt sie auf. Du. Stopp die Hochzeit! Ja, ich habe Einspruch. Objection. Niemand hört ihn. Oh, was hier? Oh, wieso bin ich denn jetzt tot? Ach du Scheiße. Okay, ihr Lieben. Oh mein Gott. Das ist sicher nicht beabsichtigt. Wir sind gleich wieder da. Nein. So, das müssen wir anders aufhalten. Kasima, stopp. Genau. So geht das nämlich. Nicht stopp die Hochzeit. Und Prinz. Wir sehen nichts. Jetzt. Finny, das bist du. Ach so. Ja. Prinz Alexander? Hier? Das ist scheiße. Wie könnt ihr es wagen, diesem Verräter zu erlauben, durch euch durchzukommen, Saladin? Ihr blöder Köter! Können Sie nicht mal das Schloss frei von Attentätern halten, während der Hochzeit eurer eigenen Prinzessin? Tötet ihn! Tötet ihn jetzt! Nein! Scheißback, den kannst du da jetzt machen dann. Lord, alle sind mit bei all eurem Respekt. Aber ihr seid noch nicht der König. Und das hier ist eine Hochzeitszeremonie und nicht eine Exekution. Was? Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen, du flohzerbissener Teppich? Ich habe dir eine direkte Anweisung gegeben. Gehorche oder fühle meinen ins Körbchen. Milady, ich entschuldige mich für mein Verhalten, wuff wuff. Aber ich, I am yours. Ich stehe in eurem Diensten, ja, bei allem, genau, was es gibt. Ich möchte eure eigenen Wünsche hören, von euren eigenen Lippen. Ja. Sagt mir, was es ist, was ihr euch wünscht, was ich mit diesem jungen Mann tun soll. Und ich werde es machen. Und wer ist das? Ist es nicht Kasima? Nein, ich wusste es. Ja. Soll ich denn dann trotzdem ja, sprechen? Ja, klar. Aber ihr habt... ihr habt meinen tollen, lieben Abdul gehört. Wenn ihr wünscht, dass dieser komische junge Mann stirbt, dann will ich nichts mehr als ihn sterben zu sehen und seinen Wunsch damit in Erfüllung gehen zu sehen. Gehorche diesem super tollen Typen da, immer. Jetzt und für immer da. Wie ihr wünscht, Prinzessin. Oh mein Gott, gerade als... Lass mich mal. Ihr habt schon so viel gesprochen, kann ich auch mal wieder. Gerade als Saladin sich bereit macht, Alexander mit seinem Schwert niederzumachen, hört man einen Schrei aus der Richtung der großen Halle. Ah! Mir egal. Scheinspark? Halt! Im Namen des wahren Königs! Genau! Ups, Entschuldigung. Oh! King Caliphim und Queen Malaria rasen in den Thronsaal und sehen so lebendig aus und so voller Zorn. Hinter ihnen steht eine Linie von Unterstützern, die bereit sind, sich in die Schlacht zu werfen, wenn nötig, für ihr heißgeliebtes Königspaar. Oh. Kasima, Liebling, bist du in Ordnung? Hat er dir irgendwas angetan? Erzähl mal, spannend. Nimm deine Hände von ihr, du mörderischer Ziegenbock. Zicke. Du bist das, Alice.
Wenn ich deine... Was? Wenn ich deinen Rat hören will... Ja. Wenn ich deinen Rat hören will, dann werde ich dich danach fragen, Mutter. Aber Kalifim, das ist nicht Cassima. Ich würde meine Tochter überall erkennen. Ist ja meine Tochter. Hallo? Ja. Was hast du mit meiner Tochter gemacht, du Teufel? Aber Daddy... Aber auf einmal verwandelt sich das hübsche Gesicht von Cassima in Rauch und Nein. wird ersetzt durch das Genie, durch den Flaschengeist des Visiers. Wusch! Kann ich hier speichern? Nein. Ah. Oh. Fang den Wachen, Saladin, dein Schwert! Scheißberg, ja. Mach du ihn, meinetwegen. Egal jetzt. Ihr verdammten alle hier, ihr habt vielleicht meine Pläne ruiniert, aber ihr werdet mich nicht kriegen oder eure wertvolle Cassima. Schnapp sie, Charmier, ich befehle es dir. Schuld seid nur ihr Kinder mit dem verdammten Hund. Du klingst wie Ersatz die falsche Schildkröte aus King's Quest 7. Haha! Ich hätte auch Erfolg gehabt, wenn die Kinder nicht rumgeschnüffelt hätten. Er entkommt! Haltet ihn auf! So ein Durcheinander! Ja, es ist ein furchtbares Durcheinander und ich werde mich jetzt... Es gibt immer eine Hintertür! ...diesen Typen da kümmern! Und wir rennen ihm nach! Wir müssen hinter Al-Hazred her! Lauf! Ja, ist ja jetzt auch egal. So. Weg da. So, der rennt nämlich die Treppen rauf. Ich möchte speichern. Ich möchte ganz furchtbar unbedingt speichern. Ja. Lauf, Alex, lauf. Ja, lauf, Alex, lauf, Alex, lauf, 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 mein lieber Alex. Gute Alex, lauf, lauf, lauf. Und die Musik ist höchst dramatisch. Oh Gott, ist die Musik dramatisch. Ja, nicht Wilhelm Tell ist es nicht. So, darauf, rauf, rauf, rauf. Rauf mit dir. Ella. Nun renn. Renn, was du kannst. Get Chopper. Ja, wir sind oben. Cassima? Alexander, sei vorsichtig! Al-Hazred hat ein Schwert! Ach nee. Halt's Maul, Schlampe! Schau mir, Chamazel! Erscheine! Ich rufe dich! Hier bin ich, Master! Es ist Zeit, du verdammter Idiot! Wie kannst du ihn nur mich folgen lassen? Wachhundemaster und dann hatte ich auch keine Minze mehr und Ach egal, töte ihn einfach, töte ihn jetzt! Nein! Nicht gleich ja, jetzt! Wie Sie befehlen, Meister, egal! Also, das ist der Schlüssel und da kommt Jollo! Prinz Alexander, ich hab's geschafft! Hier, ich hab die Lampe vertauscht, hier, nehmen Sie schnell! Oh. Alexander! Toll, Jollo! Ich wusste, du würdest es schaffen. Und jetzt hau ab und bring mich in Sicherheit. Komm gut. Okay, da streite ich jetzt nicht drüber, mein Herr. Auf Wiedersehen und viel Glück. Und überhaupt möchte ich es an mein Inventar. Wunderbar. Und jetzt die Lampe auf Jollo. Ja! Charmier, keine Ahnung, Schamassel, Schlamassel. hold your spells. Ja, halt deine Sprüche. Halte deine Sprüche bereit. Ich bin jetzt dein Master. Ich werde dir befehlen, geh zurück in deine Lampe. Hopp, hopp. Was? Wie bist du an meine Lampe gekommen, du Dieb? Du hast mich ruiniert. Oh, meine Lampe. Oh, danke, Ballhalla, wer auch immer das ist. Ich habe es so gehasst, für diese Scheißkreatur zu arbeiten. Aber ich fühle jetzt schon seine Schlechtheit nicht verlassen. Wie habe ich mich nach einem Meister wie dir gesehnt? Hurra, ja. Wusch, ich bin für immer dein. Ja, ich habe einen neuen Meister. Hurra. Es ist noch nicht vorbei.